So, Freunde der Nacht, moin moin, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein weiteres Let's Play. Wir sind immer noch natürlich in World of Warcraft Classics, The Burning Crusade drin hier im Startgebiet der Blutelfen und werden heute hier entspannt den Paladin leveln. Es haben sich aber ein paar Dinge geändert und darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Erst an alle, die sich für das Video interessieren, ja, es ist eine Art Let's Play. Wir werden den Char hier entspannt, also den live nebenbei leveln. Also ich spiele den jetzt quasi jetzt gerade hier. Jetzt hüpfe ich mal und go, ja, so. Ist nicht vorher aufgezeichnet oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, da bin ich wirklich absolut ehrlich zu euch, dieses reine Let's Play-Format ist einfach nicht mein Ding. Ja, wir haben 3 Folgen hochgeladen. Wo wir wirklich uns die Questtexte genau angeschaut haben, versucht haben, in die Lore einzusteigen und ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch auf Twitch, was ich immer auf Twitch gemacht habe, war immer einfach gezockt irgendwie, nebenbei irgendwie Scheiße gelabert, über irgendwelche Themen geredet. Das kann ich irgendwie gut. Da muss man auch ehrlich mit sich selber sein, ja. Let's Play ist einfach, habe ich gemerkt, für mich ja, hat mir nicht so Spaß gemacht, ganz ehrlich. Wenn es mir mega viel Spaß gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich schon viel mehr Videos hochgeladen. Von daher muss man einfach ehrlich sein, finde ich. Und deswegen habe ich es einfach für mich gemerkt. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie auf eine Sache keinen Bock mehr hat und sie irgendwie trotzdem einfach nur weil irgendwie weitermacht, ja. Deswegen trotzdem sorry, dass ich jetzt so lange quasi kein Video hochgeladen habe, obwohl ich es auch so groß angekündigt habe. Aber ich will es irgendwie trotzdem zu Ende bringen und ich habe mir überlegt, wir machen so eine Art Kompromiss, ja. Also wir leveln den Blutelfen hier weiter. Ich werde aber so ein paar Addons verwenden, die ich normalerweise immer auch verwende, wenn ich level. Ich habe jetzt mal Quests hier angemacht heute, dass man hier nicht so völlig verloren rumgeht. Ich habe, glaube ich, auch einfach das im Laufe der Zeit ein bisschen verlernt, WoW zu spielen, ohne dass mir die Sachen hier angezeigt werden. Man hat sich so an dieses ganze Addon-Game gewöhnt irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum mir das Let's Play keinen Bock gemacht hat, dass ich so dieses Zero UI irgendwie, also Zero Add-on Policy, nicht so gewöhnt bin, keine Ahnung. Ich werde trotzdem versuchen, nicht zu sterben. Es wird weiterhin so eine Art Hardcore-Challenge bleiben, natürlich. Ich werde vorsichtig bleiben. Aber, und das ist die wichtigste Änderung, ich will einfach über irgendwelche Sachen reden, die ich gerade interessant finde. Ja. Irgendwelche Themen. Das muss nicht primär aus dem Gaming sein, aber schon so YouTube, Social Media, Twitch. Wir gehen hier langsam schon mal los, würde ich sagen, während ich hier so ein bisschen schon labere. Soll sich schon grob um die Themen drehen, aber so reine Let's Plays, wo ich wirklich einfach nur so mich in-game mit der Lore, das bin ich einfach nicht, Leute, ja. Seht es mir nach. Ja, ich denke, es ist aber vielleicht ein gutes Kompromiss, die Leute, die sich einfach auf diese entspannten Let's Play-Folgen hier immer gefreut haben. Und auch für die Leute, für die es nicht so viel war, weil sie einfach so den normalen Defiler gewohnt sind, der einfach so darüber labert, worüber er gerade Bock hat oder was ihm gerade wichtig erscheint im Leben. Für die ist es vielleicht auch ganz cool, weil sie einfach dann normalere Videos von mir bekommen und halt eben nicht diese reinen Lore-Let's Plays. So, wir müssen hier einen Kopf besorgen. Machen wir doch gerne. vielleicht noch mal kurz, um ein bisschen zum Let's Play abzucatchen. Die Blutelfen starten quasi hier oben. Mit Level 1 startet man hier oben. Und wir haben uns so langsam, als noch hier über diese Akademie von Faltrien runtergearbeitet. Dann hier sind die Ruinen von Silbermond. Und hier ist quasi die normale Hauptstadt, die man quasi... Also wo die ganzen Vendor sind, wo Wachen sind, also die normale Blutelfenhauptstadt Silbermond ist quasi hier der Bereich von der Stadt. Hier war dann irgendwie so eine Schneise der Verwüstung. Ich hab's jetzt auch noch nicht ganz genau von der Lore, glaube ich, werden wir hier noch mehr erfahren gleich. Und hier sind quasi die Ruinen von Silbermond. Hier laufen einfach nur so Low-Level-Chars rum, die man umklatschen kann. Und das ist jetzt aber nicht quasi die Hauptstadt. Also hier stehen keine Lehrer oder Trainer oder wie auch immer, ja. Genau, so, dann gehen wir mal weiter. Ja, ein bisschen den Kopf hier vorne besorgen von dem Kollegen. Ja, unter welches Thema möchte ich das Video heute stellen? Ich möchte heute so ein bisschen über Livestreaming reden.
Nicht primär. Ja, so allgemein über Livestreaming eigentlich, habe ich mir gedacht. Das ist gerade so ein Thema, was mich irgendwie sehr interessiert. Ich habe jetzt durch Zufall zum Beispiel auch heute mit Lesonta nochmal geschrieben. Wo ist der Dulli? Wahrscheinlich irgendwo oben. Wer Lesonta von euch nicht kennt, das ist ein kleinerer Streamer oder auch schon relativ groß im Teil gewesen. 300, 400 Viewer immer so gehabt auf Twitch. Der hat jahrelang auf Twitch gestreamt. Der hat auch damals auf Privatservern schon gespielt. Ich glaube, der Mob ist irgendwie noch Die nicht am Start finsteren oder so. Zeiten werden vorübergehen. Also muss ich irgendwie was verwenden hier oder was? Jorel Aran. Ach so, Wie geht's? Wollen wir hier Was buffen? kann ich für euch tun? Man sieht Okay, wir gehen sich. mit dem jetzt hier rein. Okay. Hallo? Ich bin ganz Ohr. Ja, also Lesonta war ein kleinerer Twitch-Streamer oder schon etwas größer, meiner Meinung nach ehrlich auch, wenn man jetzt sich auch gerade die sehr nischige WoW-Community anschaut. Was Hat geht so 300, 400 euch Viewer gehabt, auch mal 500, 600. Schön, Hat euch zu sehen. ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt mit Twitch angefangen, wie ich auch angefangen habe. Hallo? Aber er hat in einem völlig anderen Ausmaß das gemacht. Ja, also er war wirklich quasi jeden Tag online. Ich glaube, der hat das immer so gemacht. Also er war, der kommt aus Zypern, lebt in Deutschland und streamt auf Englisch. Vielleicht so mal zur Erklärung. Also es war ein englischsprachiger WoW-Streamer. Dementsprechend hat er dann auch Kontakte zu den ganzen damaligen Private-Server-Leuten gehabt, so Tips Out Baby, Guzu, Peyo und so weiter, die ihr vielleicht auch alle noch kennt, so. Mit denen hat man ja damals so. Also die Classic-WoW-Szene war ja eigentlich eher EU-dominierend, ne, weil die ganzen Privatserver waren ja quasi auch alle auf Englisch. Und daher kennen den ein oder anderen, also daher kennt der ein oder andere von euch ihn wahrscheinlich noch so. Und Lesonta hat nach 4 Jahren aufgehört mit Twitch. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile. Wir gehen direkt erstmal abgeben. Das ist direkt, das ist jetzt ein Jahr schon wieder her. Das heißt, er hat quasi vor einem Jahr aufgehört. Glaube ich, ungefähr vom Sommerstart, genau. Und hat zu dem Zeitpunkt 4 Jahre lang durchgehend auf Twitch gestreamt. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich ihn damals gefragt habe, als er quasi, so 2, 3 Monate auf Twitch wirklich fast jeden Tag live war. Ne? Also immer so von 8 Uhr morgens, glaube ich, war der immer bis um 8 Uhr abends. Also der hat richtig ganz schön krass durchgezogen, muss man sagen. Und habe ich ihn damals gefragt, Jo, Lesonta, machst du es jetzt eigentlich Fulltime? Also bist du jetzt Streamer oder wie? Also zu dem damaligen Zeitpunkt war auch Twitch für mich noch eine relativ neue Entdeckung, sage ich mal, in meinem Leben. Und ich habe oh, neues Zweihandschwert, wunderschön. Lebt wohl. Damit. Boah. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich Ahnung gehabt von Twitch und wie viel Geld man denn damit verdient und wie das so ist und wann man live geht, wie man live geht. Und keine Ahnung, habe ich keinen Plan von gehabt. Zeit ist um. Aber es war so eine krasse Geschichte, weil er irgendwie einfach so selber für sich entschieden hat, yo, ich bin jetzt irgendwie Streamer, ich ziehe das durch, ich bin 8 Stunden am Tag live oder noch länger. Und es ist so meine Arbeit und irgendwie und fand ich einfach beeindruckend. Hat dann auch da in Heidelberg mit seiner Freundin gewohnt und war immer eine sehr familiäre Atmosphäre, die Streams von ihm auch. Und ja, vom ersten Tag an habe ich also quasi seinen Weg auf Twitch verfolgt irgendwie. Und ja, fand es irgendwie immer spannend, so zu schauen, irgendwie, okay, wie entwickelt sich so jemand, der von vornherein sagt, okay, es ist eine Arbeit für mich, Twitch. Weil man hört ja immer so von vielen, dass man Twitch. Oh, warte mal, wir gehen erstmal hier hin. Die Todesschneise. Dass man Twitch nicht als Arbeit betrachten sollte. Sondern nur als Hobby und wenn man das machen würde, dann kann man da nicht erfolgreich werden und so weiter. Und Lesonta war für mich eigentlich immer so das krasse Gegenbeispiel, weil ich einfach gedacht habe, okay, krass, so der grindet sich einfach hoch irgendwie, der hat dann auch immer, gerade im WoW-Bereich, sind ja auch immer,
die Launch-Phasen relativ interessant für die Leute und da ist dann halt auch immer, sag ich mal, von Vorteil, wenn man sehr viel Zeit hat, wenn man dann wirklich mal 2 Wochen lang jeden Tag 16 Stunden durchspielen kann in so einem Classic-Release oder in einem Burning Crusade-Release, dann ist es natürlich auch ein Stück weit interessant für die Leute, weil diese Leute, die das machen können, natürlich immer vorne mit dabei sind direkt, ne, vom Gear her, vom Progress her und so weiter. Und deswegen war Lesonte eigentlich auch immer in den, so glaube ich auch gerade in den Launch-Phasen von neuen Spielen immer sehr sehr erfolgreich auch mit seinen Streams oder erfolgreich her. Aber er war auch sonst erfolgreich, also er ist Partner geworden, er hat immer mehrere hundert Viewer gehabt und war für mich irgendwie immer so ein Beispiel dafür, dass man eigentlich tatsächlich Twitch einfach als eine aktive Entscheidung nehmen kann und sagen kann, okay, ich arbeite jetzt auf Twitch. Also das fand ich immer sehr interessant. Und jetzt hat er quasi gequittet vor einem Jahr. Und dann habe ich irgendwie auch das so, also zum Zeitpunkt habe ich selber auch schon gequittet gehabt, muss man sagen. Mehr oder weniger. Und da war ich echt überrascht und dachte, was, der Sonntag quittet? Dachte ich so, okay, das ist so voll schade irgendwie. Also gerade ihm irgendwie hätte ich es immer irgendwie gegönnt so, ne? Als dass er damit Erfolg hat und dass er irgendwie auch viele Viewer hat und einen Lebensunterhalt damit verdienen kann, irgendwie wie halt, ja, so viele andere erfolgreiche Streamer. Und in dem Moment, wo ich das so mitbekommen habe, dass er quittet so, also er hat dann quasi auf Twitter angekündigt, dass er noch einen letzten Stream macht und dass er dann halt aufhört mit Streaming. War ich echt erstmal so voll geschockt und dachte so, wow, okay. Oder ich fand es einfach traurig irgendwie so, weil, weiß nicht, irgendwie gerade ihm hätte ich das irgendwie gegönnt, weil er so voll der nette Typ ist einfach und meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Streamern, die deutlich erfolgreicher sind, viel mehr Mehrwert für die Plattform bringt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so viele andere, die einfach nur irgendwie Scheiße labern oder irgendwie rumschreien oder irgendwie weiß nicht, auch jetzt in Bezug auf WoW gar nicht wirklich so dieses Gaming und das Game an sich lieben, sondern wo es immer nur um andere Sachen geht irgendwie primär. Und der Sonntag war eigentlich, oder ist jemand, der wirklich auch leidenschaftlich die Games immer geliebt hat, die er gespielt hat und wirklich auch durchgezogen hat, ne? Der halt nicht immer nach dem Hype dann direkt wieder weg war und den nächsten Hype mitgenommen hat. Und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen auch zu dem Punkt, was die Community angeht auf Twitch oder im Gaming generell. Und da muss ich mich selber und uns alle so ein bisschen auch kritisieren, weil, und das ist halt auch so ein Punkt, den ich im Laufe der letzten Jahre so am eigenen Leib auch erfahren habe, die Leute sind sehr, sehr schnell gelangweilt und jeder will irgendwie immer auch schnell unterhalten werden und man interessiert sich immer nur so für den krassesten Shit, die am krassesten durchsuchten und am schnellsten leveln und am besten sind und bla und blub. Und vergisst dann oft so, dass man eigentlich so, weiß ich nicht, dabei die wirklich interessanten Dinge auf der Strecke lässt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt so ein bisschen auch von diesem ganzen Social Media Trend. Auf TikTok, auf Instagram und so weiter geht's auch alles nur noch darum. Also ich arbeite ja in dem Bereich. Wie schnell kann man die Aufmerksamkeit von den Leuten bekommen in so einem Video oder in einem Beitrag? Und wenn man das nicht innerhalb von 2-3 Sekunden schafft, dann sind die weg. Ne? Und dieser Trend von diesen Plattformen, der schwappt auch so ein bisschen auf Twitch und YouTube über, bin ich der Meinung. Also wenn du in einen Stream reinkommst und dann nicht direkt fett abgeht irgendwie und ja, übertrieben irgendwie irgendwas gegrindet wird oder man nicht der allerbeste ist irgendwie in dem Game und nur der zweitbeste oder so, oder wenn man irgendwie weiß ich nicht. Also ich find's einfach schade, dass so Leute wie Lesonte im Nachhinein auf Twitch nicht die Ziele erreichen konnten, die sie erreichen wollten. Unter anderem eben auch, weil die Zuschauer irgendwie gefühlt so Content sehen wollen, wo ich mich echt nicht mehr frage, Digga. Also weißt du, so wirklich so, dass man sich auf Twitch irgendwie so RTL irgendwie Content sucht, so weißt du. Und sowas ist auch wichtig und ich gönne das auch wirklich jedem, ja. Ich gönne wirklich jedem das, der so eine natürliche Gabe hat, Leute unterhalten zu können.
Das ist, geht nicht darum, das ist mir wirklich wichtig, ja, es geht nicht darum, jetzt irgendwie Leute zu bashen, die sehr, wie soll ich sagen, laut sind, die ausdrucksstark sind, die rumschreien, die einfach eine Party machen mit ihrem Stream, ja. Das soll überhaupt gar keine Kritik an den Leuten sein, weil das ist ein Talent, das ist eine Fähigkeit und die haben das auch verdient, dass sie diesen Erfolg haben. Ne? Das ist einfach ein Bereich, der wird unfassbar stark nachgefragt auf Twitch. Das sind Leute wie ein Knossi zum Beispiel, ja, der unglaubliche Entertainer. Das sind Leute wie ein Metashi oder so. Die haben einfach eine unglaubliche, oder einen Peyo, auch gutes Beispiel, ein Peyo. Aber ich muss hier gucken, dass ich nicht sterbe. Die haben einfach eine sehr gute Entertainment-Gabe und so ein Content wird immer nachgefragt sein halt. Ne? Das ist das, was die Leute oder was viele Leute sehen wollen und das ist absolut in Ordnung. Und ich gönne denen das wirklich, ja, weil das schafft auch nicht jeder. Das schafft auch nicht jeder. Ne? Nicht jeder, der extrovertiert ist, ist erfolgreich auf Twitch. Ne? Auf gar keinen Fall. Du musst trotzdem am Ball bleiben, durchziehen, dich durch die ganze Scheiße durchboxen halt. Ne? Die haben es zum Teil wirklich genauso schwer wie die anderen auch. Darum geht's nicht. Es geht mir mehr darum, dass die Community, finde ich, manchmal zu sehr sich nur auf diesen Content fokussiert. Und da muss ich mich selber auch kritisieren. Manchmal wirklich komme ich irgendwie von Arbeit quasi, ja, nach Hause. Also ich bin selbstständig, aber also ich höre auf zu arbeiten und will dann mich auf Twitch entertainen lassen. Und dann will ich halt irgendwie auch, habe ich oft schon gemerkt, ich will mich schnell entertainen lassen. Also ich will schnell irgendwie, dass mir irgendeiner irgendwas erzählt, irgendwie, dass ich schnell abgelenkt werde und dass es direkt losgeht so, ja. Und deswegen liegt es so auch ein bisschen in der Natur der Dinge, dass es vielleicht auch einfach Leute leichter haben, die laut sind, die übertrieben sind, die einfach eine gute Zeit haben, Viewer zu generieren. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist irgendwie auch natürlich so. Und ich bin selber auch so als Viewer. Dass ich vielleicht auch ein Stück weit zu schnell gelangweilt werde. Aber irgendwie, weiß ich nicht, denke ich da so drüber nach und hat jetzt gerade in Bezug auf Lesonta mir so gedacht, ey, ist doch irgendwie schade, wenn wir am Ende solche Leute auf Twitch gar nicht mehr haben und nur noch die, die fürs schnelle Entertainment sorgen. Ja, das ist so eigentlich das Hauptthema von dem heutigen Video. So, jetzt geben wir hier erstmal die Quest ab. So. Was ist euer Begehr? Alles muss irgendwie immer schneller gehen und. Für den Sonnenbrunnen. Selama. Oh, ich weiß auch nicht. Und auch in Bezug ist, das ist so ein Ding, was mir sehr stark aufgefallen ist so. Und deswegen auch nochmal an der Stelle Shoutout an Lesonta. Ich glaube, er kann auch ein bisschen Deutsch. Hast wirklich eine gute Arbeit gemacht mit deinen Streams und war mir auf jeden Fall in vielen Dingen immer ein Vorbild und ich bin mir sicher, dass er auch seinen Weg gehen wird in was auch immer er jetzt machen wird. Ja, das war so das Thema von dem heutigen Video eigentlich, was ich so primär ansprechen wollte. Und einfach so ein bisschen dazu aufrufen wollte vielleicht auch, dass man sich nicht so schnell immer in diese Spirale begibt, zu sagen, okay, ich will irgendwie möglichst schnell entertained werden. Ich will irgendwie ganz schnell, mir Entertainment holen, sondern dass man vielleicht auch sich die Leute mal anschaut, die wirklich ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, ein bisschen was zu sagen haben, auch über Dinge und vielleicht auch was aus ihrem Privatleben erzählen. Und weil ich letztendlich eigentlich auch jemand bin, der sich schon für solche Sachen interessiert, aber auch merke, dass wenn zu viel von den Leuten, die laut sind, auf der Plattform sind, dass sie sehr schnell alle anderen überdecken können. Und deswegen fand ich es echt krass, wo Lesonta gesagt hat, ey, ich höre auch so, weil ich meine Ziele auf Twitch nicht erreicht habe. Unabhängig davon, das ist so ein bisschen das nächste Thema, ist natürlich schon immer noch die Frage, inwiefern man Twitch oder YouTube oder Content Creation oder Influencer Dasein und so weiter überhaupt als Arbeit ansehen sollte. Vielleicht ist es ja auch einfach jetzt ein Stück weit wieder ein Fall, wo man auch sagen kann, okay,
Es ist einfach kein nachhaltiges Arbeitsmodell irgendwie, wo man sagen kann, so, ich werde jetzt prima und arbeite in dem Bereich. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, so, ich werde jetzt irgendwie berühmt. Ja, oder ich werde jetzt irgendwie ja, prominent. So, weißt du, das, also da gibt es nicht wirklich, glaube ich, so einen richtigen Weg, den man da einschlagen kann. Und vielleicht, und das ist auch so, das sollte jetzt auch nicht irgendwie so ein Mimimi-Video sein, ja, für die Leute, die ein bisschen ruhiger sind, von wegen, view doch mal bei denen. Das wäre absolut unrealistisch, ja. Die Leute gehen immer dahin, was sie interessiert, womit sie sich identifizieren können. Das heißt, es wird auch sehr, sehr viele Leute geben, die sich einen ruhigen Stream anschauen wollen oder die einfach tiefgründiger sich unterhalten wollen und die eben keinen Bock haben auf lautes Entertainment. Diese Viewer gibt es auf jeden Fall. Und es geht nicht darum, die Leute zu zwingen, irgendwie Streamer zu supporten, die wenig Viewer haben. Das muss der Streamer schon selbst hinkommen. Ja? Es geht auch, ist auch völliger Schwachsinn, die Leute, die sich irgendwie beschweren, von wegen, dass man nur mit großen Hostings von irgendwelchen größeren Streamern groß wird. Das ist alles völliger Schwachsinn, glaub mir. Ein Host zu bekommen von einem größeren Streamer bringt wirklich einen Scheiß. Ja, das ist wirklich. Kann vereinzelt ein bisschen was bringen, wenn der Streamer, der dich hostet, von seiner Art her sehr ähnlich ist wie du. Für den Sonnenbrunnen. Aber wenn ihr. Ja, okay, ciao. Wenn ihr völlig verschiedene Menschen seid, dann ist es in den meisten Fällen völlig Latte. Weil die Leute folgen Menschen und nicht spielen auf Twitch. Ja, also nur weil jemand WoW streamt und euch hostet, mit 1000 Leuten euch hostet, heißt das noch lange nicht, dass sich dann 1000 Leute auf einmal immer für euch interessieren. Ja, die Leute interessieren sich immer für den Menschen primär und dann fürs Game. Ja. Es ist ein bisschen anders, wenn man sehr doll im E-Sport-Bereich unterwegs ist, so, weil dann geht es auch um Skill und um, wenn man der beste Fortnite-Spieler der Welt ist, so, dann ist man einfach interessant. Egal, was man für ein Dude ist, so. Aber unabhängig davon, jetzt so in dem normaleren Level, sag ich mal, ist es immer auch wichtig, was für ein Mensch ihr seid. Und die Leute folgen euch immer auch wegen eurer Persönlichkeit. Deswegen, ich bin absolut nicht ein Freund von den Leuten, die sich hinstellen und sagen, supportet doch mal die kleineren Streamer, sie sind doch alle so toll und so schön und die haben das auch alle verdient, die sollen auch alle mit Gaming Geld verdienen und so. Absolut nicht. Ja, das könnte man sehr schnell zu dem Schluss kommen. Wenn man mir die letzten 10 Minuten zugehört hat, dann wenn schon wieder so einer, da setze ich jetzt für die kleineren Streamer ein, die sollen auch ihr Geld hier verdienen, damit sie chillen können und nicht arbeiten müssen und so. Nein, absolut nicht. Jeder kleinere Streamer, der es nicht geschissen bekommt, von Twitch zu leben, der bekommt es nicht geschissen. Ja, entweder nicht talentiert genug, nicht lucky genug, nicht gut genug. Was auch immer es sein mag, vielleicht auch Variablen, die man gar nicht benennen kann, es ist seine Aufgabe, erfolgreich zu werden in dem, was er tut. So wie in jedem anderen Bereich auch. Ob ich selbstständig bin, ob ich in irgendeiner Firma arbeite und mich da hochschlafen will, keine Ahnung. Es ist immer meine Aufgabe, erfolgreich zu werden. Warum sollte es auf Twitch anders sein? Warum sollte man auf Twitch den Erfolg von anderen abhängig machen sollen? Ja? Billiger Schwachsinn, diese Überlegung. Also darum geht's nicht. Bewahrt euren Stolz. Natürlich. So, jetzt gehen wir mal hier hinten hin. Fischköpfe, perfekt. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass wir sehr schnell, wie gesagt, auch schon erwähnt, dazu tendieren, immer den lauten Leuten zu folgen und man vielleicht so ein bisschen auch mal abseits so von den Hauptkanälen gucken sollte, wer sonst noch unterwegs ist, so auf den Plattformen. Also ich kenne das halt auch. Ne? Mittlerweile, wenn ich auf Twitch, wenn ich mir einen Stream anschauen möchte, gehe ich auf Twitch rein und links folge ich mittlerweile, keine Ahnung, 30, 40 Leuten oder so. Und das ist natürlich schon so, ne? Wenn ich jetzt auf einen draufklicke, auf einen Streamer, und dann nicht so in den ersten
10, 15 Sekunden merke, okay, das ist so der Shit, irgendwie, da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Ja, und dann noch 40 andere auch noch gerade live sind. Dann ist natürlich die Versuchung unglaublich hoch, direkt wieder umzuschalten und zu gucken, ey, was geht denn noch gerade ab? Zum Teil war es wirklich so. Oder, also aktuell schaue ich nicht mehr so viel Twitch, aber so vor 2-3 Jahren, wo ich wirklich sehr viel auch noch geschaut habe, dass ich echt gar nicht mehr wirklich einen Streamer geschaut habe, sondern echt, wenn ich dann Zeit hatte, ein paar Stunden am Tag, nur noch hin und her geswitcht bin. Immer wo es gerade interessanter war. Und dann habe ich da geguckt irgendwie. Und hat mir dann selber auch irgendwie gar keinen Bock mehr gemacht, weil ich irgendwie schon so, weißt du nicht, so immer wo es gerade spannender war, da geht man hin irgendwie so, keine Ahnung. Also vielleicht ist auch ein bisschen nur die Angebotsvielfalt irgendwie zu viel geworden. Vielleicht folgt man auch zu vielen Leuten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Wir müssen 8 Köpfe von Grimm Schuppen Murlox besorgen. Okay. Naja, gut. Also, das haben wir geklärt. Ja, sehr, sehr schade, dass Lesonte aufgehört hat. Und auch viele andere kleine, braucht man gar nicht drüber reden, gerade auch im deutschen Bereich, gibt es extrem viele kleine Leute, die aufgehört haben. Ja. Ich möchte die Leute jetzt auch gar nicht nennen, weil könnt gerne mal in den Kommentaren vielleicht ein paar Leute nennen, die euch einfallen, aber ich will jetzt nicht unbedingt nennen, weil dann wird es wieder gesagt, ja, da über den wurde geredet und bla bla blub. Aber es gibt unglaublich viele, so die nur richtig am Anfang so richtig mit Leidenschaft dabei waren und die man alle nicht mehr sieht, so, ne, gerade im deutschen Bereich, auch auf deutschen Servern, die man so gesehen hat und aus so vielen verschiedenen Gründen aufgehört haben. Und deswegen sollte man echt nie vergessen, vielleicht an die von euch, die gerade überlegen, auch mit Twitch anzufangen oder mit YouTube oder generell mit Content Creation, seht die ganze Geschichte nicht irgendwie als Arbeit. So, das ist wirklich, glaube ich, so der Haupttipp, den man am Ende geben kann. Seht die ganze Geschichte einfach nur als ein Hobby. Ihr solltet das nicht machen, weil ihr damit irgendwas erreichen wollt. Auch diese ganze Scheiße, die die Leute machen mit Giveaways und bla und blub. Das ist auch so eine Entwicklung, die einfach nur mega dämlich ist irgendwie. Da fällt auch irgendwie jeder fällt in diese Trap drauf rein, mit dieser Giveaway-Scheiße irgendwie. Leute, echt. Zockt einfach ein Game, geht live und labert. Ja, und fertig. Darum, finde ich, sollte es eigentlich auf Twitch gehen. Und dieses ganze Event-Ding von einem Stream immer so und keine Ahnung, also ich glaube, der einzige Weg, wie man wirklich nicht eventuell enttäuscht sein wird irgendwann mit Twitch, ist, wenn man wirklich einfach das Game spielt, worauf man Bock hat, egal welches Game, und wenn es irgendwie Anno 1211 ist oder irgendein Scheiß, irgendein allerletzte Drecksgame der Welt, was keine Sau mehr spielt auf der Welt. Aber das Game ist so, worauf ihr einfach Bock drauf habt, dann streamt das einfach. Also denkt auch nicht irgendwie, was mehr Viewer bekommt oder was ihr machen müsst, um mehr Viewer zu bekommen. Ihr braucht keine Emotes, ihr braucht keine Sub-Badges, ihr braucht keinen Kanal-Banner, kein Intro. Das sind alles Dinge, die was bringen. Ja, aber quasi wie ihr drauf seid und wie eure Art ist einfach und wie ihr dann quasi seid, wenn ihr live seid, ist ungefähr 98% ausschlaggebend dafür, ob ihr erfolgreich seid oder nicht. Und Sub-Badges, Giveaways, Emotes, irgendwelche Spendenaktionen, irgendwelche Events oder so, habe ich auch alles gemacht, ne? Hat man Dinge verlost irgendwie, hat ein Race draus gemacht, irgendwie Community-Projekte. Alles, was ihr macht, sind 2%. Und 98% seid ihr und einfach das Game, was ihr spielt. Einfach so, wie ihr seid, wenn ihr das Game spielt. Einfach so, worüber ihr labert, was euch interessiert, was ihr macht, wie eloquent ihr auch ein Stück weit seid, würde ich sagen. Ja, also ob ihr so spontan Jokes raushauen könnt, das ist auch eine Fähigkeit, würde ich sagen.
Aber die ganze Scheiße, ne, wo man da reinkommt, man braucht irgendwie noch krassere Sub-Badges irgendwie, noch krasseren Designern irgendwie und dann denkt man immer so, und jetzt geht's richtig ab und dann keinen Schwanz subbt rein, weil er geile Sub-Badges hat irgendwie. Das interessiert gar keinen. Deswegen, also ich sehe sehr, sehr viele im kleineren Bereich auf Twitch, die anfangen und dann holen sich noch einen Monitor und LED, Background, Lightning, Ultra, noch einen dritten Rechner und noch das vierte Mikrofon und stecken Tausende von Euro in ihr Equipment irgendwie. Und am Ende hocken sie dann da irgendwie mit 15 Viewern und sind irgendwie mad, dass keiner zuschaut. Und ja. Deswegen nicht in diese Falle reinfallen, wenn man anfängt mit Twitch. Meistens fängt man mit der richtigen Intention an, nämlich einfach nur, wenn man das Game spielen möchte. Und relativ schnell bekommt man unter anderem auch von der Community eingeredet, dass man irgendwelche Dinge machen müsste. Ja, irgendwelche Events, irgendwelche Giveaways, hierhin, dahin, den hosten, sich dafür bedanken, 100 Jahre, dies, das irgendwie. Leute, zockt einfach das Game, scheiß auf alles irgendwie und fertig. Ja. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man langfristig nicht die Freude an der ganzen Geschichte verliert. Ja. Und auch so eine Geschichte wie zum Beispiel mit Webcam oder ohne Webcam. Bei mir war es so, dass ich am Anfang ein halbes Jahr ungefähr, glaube ich, ohne Webcam gestreamt habe, bin ich der Meinung, weil ich auch gar keine hatte am Anfang. Oder wenn dann nur eine Uhrräudige. Aber immer noch, obwohl ich mittlerweile schon keine Ahnung, wie viele 100 YouTube-Videos gefilmt habe, jetzt auch in Zukunft in meiner Firma auch wieder vor der Kamera stehen werde für andere Projekte. Und obwohl ich auch schon wie viele tausend Stunden ich auf Twitch gestreamt habe in den Jahren. Immer noch mich unwohl fühle vor der Kamera, sehr oft. Ja. Das ist nicht das gleiche, wie wenn er einfach zockt. Das unterschätzen auch viele. Viele denken, ja, zock ich halt, mach die Cam nebenbei an so. Und ja, das war's dann halt. Oh, schöner Silence an der Stelle, wunderschön. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ihr dabei gesehen werdet, wie ihr zockt oder nicht. Ja. Die Leute wollen euch abfucken. Die Leute schreiben euch Scheiß in den Chat rein. Die Leute nehmen euch ingame auf die Eier. Ihr trefft irgendwelche Streamer, habt dann irgendwie Beef mit denen oder die haben irgendein Problem mit euch. Alles so Sachen, die passieren können, wo man einfach vorher, wenn man anfängt, nicht mitrechnet. So, ne? Und das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die mit Streaming anfangen und sich selber die Freude am Gaming dadurch nehmen. Weil einfach so viele Sachen sind, weil sie sich quasi gar nicht mehr so entspannen können. Bei mir war es zum Beispiel so, früher, wenn ich WoW gespielt habe, wann habe ich WoW gespielt? Irgendwie um 3 Uhr nachts, so nach dem Feiern. Oder irgendwie morgens mal eine Stunde. Dann war man raiden. Und keine Ahnung, einfach immer, wenn man Bock hatte. So, ja, hat man WoW gespielt. Und es war für mich immer ein Stück weit Entspannung. Es war immer einfach irgendwo rumeiern, irgendeinen Scheiß machen, irgendwie Leute ganken oder irgendwas farmen, keine Ahnung. Und ich habe sehr, sehr oft gemerkt, dass ich diese Entspannung nicht habe, wenn ich dabei gefilmt werde. Ja, wenn man sich beobachtet fühlt, weil ja, es ist einfach, es ist ja logisch, ne? Man redet stundenlang. Reden ist auch etwas recht Anstrengendes. Das unterschätzen auch viele, die nicht so oft reden. Ja, das ist auch so ein Ding, den ich zum Beispiel auf Twitch gemerkt habe. Am Anfang redet man relativ wenig oft, zu wenig. Dann liest man überall, ja, wenn ein Viewer haben will, muss halt reden, ne? Einer will irgendwie, guckt dir zu, wie der nichts sagst so und zockst so, ne? Das stimmt auch ein Stück weit.
Weil dann tendiert man schnell dazu, zu viel zu reden. Dann ist man nur am Kommentare vorlesen und nur am Labern. So. Das schlaucht ungemein. Ne? Also seid mal irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden live und redet ununterbrochen. Ist auch für euren Körper eine komplett ungewohnte Situation halt. Ne? Und das hat dann quasi bei mir dazu geführt, dass ich voll schnell... Okay, und fertig hier, perfekt. Piss dich. Bin solo unterwegs hier. Scheiße. Oh, scheiße. Bräuchchen? Nee. Dass ich sehr schnell gar nicht mehr diese Entspannung bekommen habe, wenn ich WoW gespielt habe, sondern es anstrengend war. Jeder Stream war anstrengend irgendwann. Und um jetzt vielleicht auch mal so langsam uns dem Ende von dem Video zu nähern, ich denke, wenn wir jetzt so mit 35 am Ende dann vielleicht so 40, 45 Minuten eine gute Zeit erreicht, ist ja so ein Let's Play. Um auch nochmal den Bogen zu spannen zu mir selber, das sind auch alles Gründe, warum ich selber auch irgendwann gesagt habe, ich weiß nicht, dass ich auch nicht mehr so viel Bock auf Twitch habe. Weil alle Sachen, die mir am Anfang Bock gemacht haben und weswegen ich mal angefangen habe mit Twitch, hatten sich selber eigentlich kaputt gemacht durch diese ganze Scheiße, wo man sich hat einreden lassen von den Leuten, was man machen soll. Ne? Giveaways irgendwie, das ganze Channel-Design. Es gibt Leute, die schalten Werbung für ihren Scheiß. Die haben 10 Viewer und schalten Werbung für ihren Stream. Gut, das habe ich auch mal gemacht. Aber nur, das ist wirklich so, weil ich im Social-Media-Bereich arbeite und einfach mal gucken wollte, was man da so machen kann. For fun habe ich tatsächlich mal in Instagram im Story-Feed quasi, also in Story-Swipes Werbung geschaltet. Hat sogar funktioniert. Ist eigentlich auch Schwachsinn so, aber sind sogar Leute dann auf mich aufmerksam geworden. Durch die Instagram-Werbung. Aber ist eigentlich auch völliger Schwachsinn halt, ne? Ihr solltet das wirklich einfach nur tun, weil ihr Bock habt, eine Runde zu zocken und weil ihr vielleicht Bock habt, mit Leuten zu reden. So. Ding, ding, ding. Level 9. Ach, jetzt müssen wir den Typen abgeben. Gerechtigkeit wird obsiegen. Scheiße. Wir werden die wahrscheinlich genau jetzt geklatscht haben. Kurz bevor ich da ankomme. Ja, Leute, das war das Thema von dem heutigen Video. Ja, ich fand es einfach krass, wo ich mitbekommen habe, dass Lesonte aufhört mit Streaming. So, das war so die letzte Bastion für mich, der so durchgezogen hat von den kleineren Streamern, der es irgendwie so durch harten Grind so geschafft hat. Und ich dachte so, geil, irgendwie so, der hat es quasi bewiesen, so, es geht nicht nur ums Talent, sondern man kann auch mit harter Arbeit auf Twitch langfristig erfolgreich bleiben. Und auch er musste nach 4 Jahren Segel streichen. Sagt mir gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentaren. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt mir auch gerne mal so, wie euch das jetzt, euch das Format gefällt. Was wir quasi hier Let's Play verbinden mit so einem Thema. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ob das so Sinn macht oder nicht, ja, ein Let's Play mit sowas zu verbinden. Weil ich bin einfach ehrlich, für mich macht das halt so Sinn. Ja, da sind wir ja quasi genau beim Thema, darum geht's ja eigentlich. Ich mache jetzt kein Let's Play, nur weil Leute darauf Bock haben. Wenn ich selber dabei gemerkt habe, es macht mir nicht so viel Bock irgendwie. Ich brauche einfach ein Thema, worüber ich reden will. Ich will einfach nicht nur über WoW-Inhalte reden, ich will auch über andere Dinge reden. Habe ich auch auf Twitch immer so gemacht. Und trotzdem würde es mich natürlich interessieren, wie ihr das so findet, die Kombi. Ja. So, jetzt müssen wir hier noch auf den Dulli warten. Den will ich auf jeden Fall noch klatschen, bevor wir hier Ende machen. Genau, und um nochmal den Bogen zu mir zu spannen, also das sind halt viele Gründe, weswegen ich auch aufgehört habe. Und aber auch noch andere Gründe bei mir noch dazu, weil ich halt auch mich während meiner Arbeit sehr viel mit Social Media beschäftige. Ne? Also meine komplette Arbeit findet auf dem Smartphone statt. Und den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen. Und wenn dann mein Hobby auch noch Streaming ist, also vor Bildschirm nochmal hocken,
dann gehe ich halt irgendwie ein. Bei mir kommen auch noch viele andere Gründe hinzu. Tatsächlich bei mir ging es auch primär um das Game WoW. Ja. WoW ist einfach ein unfassbar grindlastiges Game. Und das war tatsächlich bei mir am Ende auch ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Da können wir vielleicht, würde ich sagen, überlegen, ob ich jetzt vielleicht gleich die nächste Folge aufnehme. Wollen wir da in der nächsten Folge drüber reden? Warum für mich persönlich WoW ein bisschen auch auf Twitch das Problem geworden ist am Ende. Aber ich meine, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. In WoW, ne, mit der Art und Weise, wie WoW gespielt wird mittlerweile, kann man wirklich zum Teil gar nicht mehr mithalten. Und es wird ja mit WoTK auch nicht besser halt, ne? Und die Leute werden weiter tryharden, reinsuchten, durchgrinden. Also wir haben alle ja Dinge erlebt, irgendwie auch. Will ich jetzt gar nicht mehr zu sehr darauf eingehen, in dem Let's Play machen wir dann im nächsten. Ja, es wird dann im nächsten Video behandelt. Hört in Burning Crusade hardcore hochgelevelt irgendwie so. Hauen die Leute ab nach einem Monat, wenn man nicht direkt alles clear hat, irgendwie so. Es gibt gar keine Gildenloyalität mehr irgendwie. Was für Scheiße da irgendwie. Jeder will nur noch der Erste sein, irgendwie irgendwelche Loks fahren, keine Sau interessiert. Ja, jeder kauft sich Gold irgendwie und hat eigentlich gar keine Zeit und gar keinen Bock zu spielen. Man will irgendwie nur mit krassen Items in-game rumlaufen, um sich irgendwelche Wünsche zu erfüllen, die er in seiner Jugend nicht erfüllen konnte, weil er da keine Zeit gehabt hat. Ja, sehr, sehr viele Dinge, die da reingehen von dem Psychologischen her, wo mich einfach am Ende wirklich die Art und Weise, wie viele Leute leider WoW gespielt haben oder spielen, jetzt gar keinen Bock mehr auf WoW dadurch erzeugt haben, leider. Und man dann wirklich auch als Streamer, wenn man mehrmals die Woche live gehen möchte und einfach nur entspannt irgendwie was machen will, das zum Teil wirklich gar nicht konnte, weil man irgendwas farmen musste oder irgendwie nachleveln musste oder keine Ahnung. Ja, die Leute, WoW ist ja schon immer zeitfressend gewesen, ist ja auch vollkommen okay bei dem MMO. Aber die Leute machen es dann durch die Art und Weise, wie es gespielt wird, zum Teil noch zeitfressender, weil man irgendwelche Dinge erreichen muss, die man früher... Ja, die irgendwie gar kein Thema waren irgendwie, weil die Leute einfach das Game genossen haben und sich nicht über irgendeinen Scheiß aufgeregt haben. Das war tatsächlich vielleicht sogar der größere Punkt bei mir, warum ich keinen Bock mehr hatte auf Streaming. Trotzdem gibt es aber für mich auch kein anderes Game, ja, gerade wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf und das könnte man dann auf Twitch bringen. Gibt's auch nicht, bin ich auch ehrlich. Trotz dieser ganzen Scheiße ist es immer noch das Game, was mir wahrscheinlich am meisten Bock machen würde. Natürlich, wenn ich spielen würde gerade. Ja. Und aus diesen Gründen habe ich dann quasi auch so nach und nach aufgehört mit Twitch. Ne? Hatte noch ein paar andere Gründe, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt ein bisschen, aber... Ja, so. Das gehen wir jetzt noch abgeben hier. Und dann geht es mit dem Thema, würde ich sagen. Warum WoW mir irgendwie auf die Eier geht. Momentan. In dem nächsten Video weiter, Leute. Ja. So. Einfach nochmal sechs Stücke von Kapitän Kilisendras Fracht besorgen. Okay, hier vorne. Die ewige Sonne. Das nehmen wir auch noch an hier. Alright. Für den Sonnenbrunnen. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Let's Play. Wo ich dann schön WoW auseinandernehme. Das ist nicht wunderschön. Ja, danke fürs Zuschauen. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.